Was geht ab, meine werten Zuschauer? Ich bin's wieder, euer Ali, und willkommen zu Videospielmythen. Oh yeah! Im Wohnzimmer unten wird momentan etwas renoviert und deswegen filmen wir heute ausnahmsweise mal hier oben. Und heute, da erfahrt ihr eine bestimmte Wahrheit, könnte man sagen, und zwar die Wahrheit über Mario. Jahrelang habe ich den Klempner gesteuert, gefeiert und vergöttert. Doch nun weiß ich, was wirklich Sache ist. Mario ist ein Monster. Und ich weiß, einige Leute werden sich jetzt fragen, wie in aller Welt kann denn dieser sympathische Held auch nur ansatzweise böse sein? Tja! In der heutigen Folge von Videospielmythen öffne ich euch die Augen. Zuvor aber noch zwei andere Mythen, die auch ziemlich interessant sind. Frohes Gruseln mit Mythos Nummer 1, aka Top 3. Viel Spaß! Bei dem ersten Mythos geht es um das Spiel einer Reihe, die sicherlich viele kennen sollten. Saints Row! Der GTA-Klon. Spaß, ich wollte nur einige Fanboys trollen. Saints Row 2 soll eine Anspielung auf das sogenannte Loch Ness Monster beinhalten. Der Bereich, wo man das Ungeheuer angeblich finden soll, nennt sich Volition Oasis oder Oasis. Ich kann kein Englisch! Volition Oasis ist eine kleine Insel, die relativ versteckt zu sein scheint und sich nordwestlich der Gefängnisinsel befindet. Mit einem Boot angekommen, muss man dort auf den Hügel steigen und gen Westen schauen. Im Wasser kann man dann anschließend ein Ungeheuer erblicken. Nessie! Tatsächlich sieht man ihn, allerdings finden einige Leute, das Vieh sei viel zu klein für das Loch Ness Ungeheuer. Diese Leute haben nämlich eine ganz andere Theorie. In der Nähe dieser Insel findet man noch eine andere Insel namens Bone Island. Dort liegt nämlich ein riesiges Skelett, welches anscheinend von dem eigentlichen Loch Ness Ungeheuer stammt. Das andere kleine Monster könnte also der Nachfahre von Nessie sein. Wer weiß schon, was wirklich hintersteckt. Was halt hier für den Mythos? Ist das Vieh Nessie? Ist das Skelett Nessie? Oder ist das alles völliger Bullshit? Schreibt in die Kommentare. Yeah! So, genug von dem sogenannten Loch Ness Monster und viel Spaß mit Zelda! Eine Spielereihe, bei der man das sogenannte Triforce finden muss, um den bösen Ganondorf zu bezwingen. Der Großmeister der Hässlichkeit! Die Beta-Trailer von dem N64-Game Ocarina of Time versprachen auch hier, das heilige Triforce finden zu können. Doch im finalen Spiel war dem leider nicht so. Die drei Fragmente tauchten nur in einigen Flashbacks und auf den Fäusten von Link, Zelda und Ganondorf auf. Yeah, gib mir Triforce! Dennoch waren einige Fans davon überzeugt, das Triforce der Beta-Version auch so zu finden. Und eine Person namens Ariana soll rausgefunden haben, wie das funktioniert. Es soll nämlich eine Möglichkeit geben, das Lied Overture of Sages zu erlernen. Wie man das nun genau erlernt, wollte Ariana geheim halten. Jedoch schrieb sie unter anderem, dass der Song euch zum Tempel des Lichts befördert. Dieser Ort taucht nur in einigen Sequenzen auf, doch betreten konnte man ihn jedoch nie. Mit einem geheimen Song soll dies jedoch möglich sein. Angeblich. Es folgen einige Beweisfotos von Ariana. Hier das Lied und der Tempel im Gameplay. Dort soll man das Triforce nämlich aufsammeln können, wie ein Item quasi. Doch was geschieht, wenn man das erstmal hat? Wir wissen es nicht. Was denkt ihr über den Zelda-Mythos? Besteht da eine Wahrscheinlichkeit oder ist diese Ariana zufälligerweise die Göttin des Trollens? Schreibt in die Kommentare unten rein. So, viel Spaß mit Top Nummer 1. Top 1 ist nicht unbedingt etwas, was ich als Mythos betiteln würde, sondern eher als Theorie. Wie am Anfang bereits erwähnt, bin ich fest davon überzeugt, dass Mario in Wirklichkeit ein Anti-Held ist. Alles fing mit dem alten Arcade-Game Donkey Kong an. Zu dem Zeitpunkt hieß Mario noch Jumpman und versuchte lediglich seine geliebte Freundin Pauline von dem bösen großen Gorilla zu befreien. Damals war es Pauline, nicht Peach. Aber doch keiner hat sich gefragt, warum der Affe sie entführt hat. In einem Game Watch-Spiel namens Donkey Kong Circus erfährt man, könnte man sagen, die Vorgeschichte zu Donkey Kong. In diesem Game spielt man Donkey Kong in einem Zirkus. Man balanciert da auf einem rollenden Fass und muss Ananas auffangen und Feuerkugeln ausweichen. Der sogenannte Jumpman aka Mario steht als Zirkusdirektor daneben und lacht schadenfreudig, sobald man durch Feuer verletzt wird. Wie gemein! Und in DK Jr. hat Mario den Gorilla-Brett wieder eingesperrt und der Babyaffe versucht seinen Vater zu retten. Aber anstatt den Babyaffen zu fangen, greift Mario ihn mit anderen Tieren und Elektroschocks an. Heißt, Mario will einen Babyaffen tot sehen, weil dieser seinen Vater retten will. Ein Baby. Auch gegenüber anderen Wesen entpuppt sich Marios wahre Natur. Wiggler zum Beispiel. Sein Zuhause wurde mit voller Absicht von Mario in Mario 64 geflutet. Und damit der Wiggler auch noch von ihm verprügelt, weil es sich darüber beschwert. Ich meine, hallo? Wobei der Wiggler wenigstens überlegt, im Gegensatz zu dem anderen aus Mario Sunshine, den Mario mal ebenso terminiert. Zudem ist unser geliebter Klempner offenbar auch noch ein Toad-Massenmörder. Laut einer Altbeschreibung zu Mario Bros. Wurden Toads in Blöcke verwandelt und über das gesamte Land verstreut. Und nur Peach soll den Fluch brechen können. Aber das ist Mario offenbar scheißegal, denn er zerstört jeden Block, den er sieht und kassiert dafür auch noch Geld. Grand Theft Mario, sure. Interessant ist aber auch noch zu sehen, wie er mit anderen Frauen umgeht. Erst macht er mit Pauline rum, dann mit Peach, dann mit Daisy, dann wieder mit Peach und zu guter Letzt wieder mit Pauline im Spiel Mario vs. Donkey Kong 2. Wobei letzteres nicht unbedingt rummachen, aber flirten tut sie da mit ihm gewaltig. Aber das ist ja alles nur Theorie. Ich meine, Mario liebt Peach. Schließlich rettet er sie 1.084.000 Mal vor Bowser, kurz bevor er diesen zum Golfen einlädt. Yeah, seems legit. Und auch sein Bruder bleibt nicht verschont. Abgesehen davon, dass Mario Luigi von dem Rampenlicht fernhält, rastet er, könnte man sagen, schon aus, sobald Luigi es doch schafft. Das, meine werten Freunde, kann man zum Beispiel wunderbar bei dem Spiel Mario Power Tennis beobachten. Sobald Luigi ein
Turnier gewinnt und von der Masse zelebriert wird, kommt sein Bruder Mario auf die Bühne und tritt ihm auf die Füße. Mit voller Wucht, voller Missgunst tritt er dem Armin auf die Füße. Und dabei lacht er auch noch kein Scheinheilig, damit die anderen nicht merken, wie angepisst er ist. Warum kann die ständige Nummer 1 seinem Bruder nicht einmal etwas gönnen? Auch sein Reittier Yoshi würde Mario auf der Stelle opfern, um seinen eigenen Arsch zu retten. Siehe Mario World. Das waren so die Hauptdinger, jedoch gibt es noch viele andere Indizien dafür. Fazit: Mario ist ein ekelhafter Tierschänder, Frauenbetrüger, Massenmörder und Nichtsgönner. Hinter diesem Bärtchen lauert ein Psychopath. Und wir feiern ihn. Jetzt würde mich mehr interessieren, wie ihr darüber denkt. Protagonist oder vielleicht doch geheimer Antagonist? Schreibt unten rein. Die Auflösung zu den drei Mythen seht ihr gleich in der Endcard. Und bis dahin, wenn ihr das Video gut fandet, gebt einen Daumen nach hoch. Hier bei der Folge geht es zur letzten Bladi-Folge über die dümmsten Sex-Studien. Und hier zu Geschlechterklischees. Typisch Mann, typisch Frau. Vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Haut raus. Jahuhui!